Ja, China-Restaurant könnte man heute Abend was abholen. Rosenheimer. Ich weiß nicht, ein bisschen die Katze im Sack wahrscheinlich. Aber Tankstelle Donauer Straße hat eine Überraschungstüte Brötchen. Für 3 Euro. Die kaufen wir uns mal. Wir wünschen, wir könnten dir genau sagen, was in deiner Magic Bag sein wird. Aber es ist immer eine Überraschung. Der Laden wird sie mit einer Auswahl deiner unverkauften Artikel füllen. Wenn du Fragen zu Allergenen und so weiter hast, wende dich an den Laden. Alles klar. Du hast gerade Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Überraschung, deine Tüte wird mit leckerem Essen gefüllt, das am Ende des Tages übrig bleibt. Behalte die Zeit im Blick, du musst deine Bestellung im unten angegebenen Zeitraum abholen. Abholzeit beginnt heute um 20. Ich habe heute früh die App getestet, in der man Lebensmittel oder andere Sachen von Läden und Gaststätten kaufen kann, die weg müssen und sozusagen vom Müll retten, dass keine Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja, da habe ich 3 Euro bezahlt heute früh und von um 8 bis halb 10 konnte ich das abholen an der Tankstelle hier. Das ist hier Tankstellen-Shop. Da habe ich jetzt gekriegt eine kleine Tüte. Und hier ist hier ein gefülltes Baguette mit. Mit Schoko. So, dann habe ich hier ein großes Baguette-ähnliches Gerät und eins, zwei, vier Brötchen. Verschiedene. Hier ist fast ein kleines Brot. Okay.